Ein wunderschönes Leben. Ja, heute will ich erstmal ein spontanes Video machen. Und zwar ging es um eine Zuschauerfrage, auf die ich ganz gerne eingehen würde. Und zwar ging es um Folgendes. Ein Zuschauer hat geschrieben, toll, dass du unseren Beruf, in dem man das in 3 Jahren alles erlernt, so preisgibt. Wo sollen denn wir Betriebe noch Kundschaft herbekommen? Baumärkte sind doch schon schlimm genug. Du sägst damit am eigenen Stuhl. Und ich wollte auch ein bisschen darauf mal eingehen, wie ich das so sehe. Fangen wir mal an. In der Berufsschule, da gab es mal auch ein Thema, da hat irgendeiner gefragt gehabt, ja, eigentlich ist es doch kacke, ne? Baumärkte nehmen doch Kundschaft weg, ne? Wenn jeder in den Baumarkt geht, wie sollen denn dann auch die Firmen überleben? Und das ist halt nur fast richtig, denn man muss mal überlegen, welche Zielgruppen gehen denn in den Baumarkt, ne? Jemand, der von vornherein das überhaupt nicht machen möchte, also der schon von vornherein weiß, er holt sich eine Firma, der das nötige Kleingeld hat, wird niemals in den Baumarkt gehen, ne? Und außerdem ist es auch so, wer war denn von uns noch nicht im Baumarkt, ne? Eigentlich war jeder schon mal da, um irgendwas zu besorgen, um irgendwas zu machen. Ich meine, wer holt sich denn heute noch eine Firma? Oder hat überhaupt noch das Geld dafür, ne? Wisst ihr, was ich meine? Also ich könnte es mir zum Beispiel nicht leisten. Und mit den Maler-Tutorials hier auf YouTube ist es ja auch so, dass ich mir halt denke, jemand, der nach diesen Videos sucht, ne, der wird niemals auf die Idee kommen, sich eine Firma zu holen. Weil jemand, der danach sucht, der weiß ja schon von vornherein, er wird es selbst machen, ne? Das ist halt meine Idee dahinter, ne? Also ich kann mir das halt einfach nicht vorstellen. Ich meine, ich gehe auch nicht abends in ein Restaurant und gucke, will chinesisch essen oder so, ne? Und gucke dann vorher nochmal bei chefkoch.de, wie ein Rezept geht oder so. Das macht ja auch keiner, ne? Jemand, der was kochen möchte, guckt ja auch nach Rezepten, um es sich dann am Abend selbst zu kochen, ne? Und wird dann in kein Restaurant gehen. Außerdem ist es so, dass die Zielgruppen hier auf meinem Kanal so sind, dass die meisten von, also 18 bis 35 Jahre alt sind, und die meisten sind auch, denke ich mal, Studenten oder Azubis, sondern die Zuschauer, die hier gucken, also ihr seid eigentlich eher so in einem jüngeren Baujahr, ne? Und deswegen sage ich mir auch, ne, wer hat denn, welcher Azubi oder welcher Student holt sich denn eine Firma? Wie soll denn das funktionieren, ne? Von welchem Geld denn überhaupt und so, ne? Und Deutschland ist halt mal ein Land der Selbermacher, wir haben die größte Baumarktdichte. Wenn man das mal auf der Welt so sieht, ist Deutschland eins der Länder, wo die meisten Baumärkte sind. Und es ist einfach so, wir Deutschen sind ein Volk der Selbermacher, das war schon immer gewesen. Und das wird auch an YouTube oder an irgendwelchen Handwerker-Blogs, die es da überall gibt, nichts dran ändern, ne? Ich bin nur ein Schlusslicht. Guck mal, ich habe 75 Abonnenten hier bei YouTube, was soll ich denn bewirken, ne? Es gibt so viele Blogs, es gibt zigtausend Videos bei YouTube, wo irgendwas erklärt wird, ne? Und das wird auch immer so sein, ne? Das wird, und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass da irgendwelche Firmen dann kaputt gehen, weil, nehmen wir mal an, es würde kein YouTube, es würde kein Internet geben, wo Leute irgendwie was suchen könnten, ne? Wie das selbst zu machen geht, dann würden sie es einfach so selber machen. Dann würde hier, ne? Dann würde es aussehen wie der letzte Scheiß, ne? Und die Qualität, ob man jetzt hier so ein Video guckt oder nicht, ne, würde ich mal stark davon ausgehen, dass die Qualität dadurch besser wird beim Selbermachen. Und das ist ja auch gut. Ich meine, wenn derjenige, der das Kommentar geschrieben hat, wirst du wahrscheinlich selbst kennen, ne? Du kommst auf irgendeine Baustelle oder so, es ist irgendein Auftrag beim Privatkunden. Und bei mir ist es so, dass ich schon öfter gesagt habe, ach du Scheiße, wie sieht denn die Bude aus, ne? Weil sie irgendwas hingehunzt haben vom Übelsten, ne? Irgendwas versucht haben. Und da denke ich mir einfach, ne, hätten sie vorher mal sich schlau gemacht im Internet oder so, hätte man sich wieder, also hätten die Leute von der Firma, also wir hätten uns dann ein bisschen Arbeit erspart, ne, wenn sie es von vornherein richtig gemacht hätten. Und so sehe ich das. Ich sehe das nicht als Konkurrenz, nein, ich sehe das eher als Unterstützung für Leute wie ihr, die da draußen seid, ne, die nicht das nötige Geld haben oder die es einfach aus Just for Fun selbst machen möchten, ne. Und ob es das YouTube oder Internet oder irgendwelche Tipps und Tricks, wo man die, egal wo man die herbekommt, ne, ist ja eher eine Unterstützung als ein Hindernis, ne? Und so ist es halt. Nicht jeder hat das Geld, ne? Und es wird auch anstatt besser, wird es immer schlimmer. Und so ist das halt, ne? Wie gesagt, wir sind ein Land der Selbermacher und ich sehe da überhaupt kein Problem drin. Ich sehe da keine Konkurrenz, ne? Wie gesagt, den Beruf muss man 3 Jahre lang lernen, ne? Ob ich jetzt hier ein Video zeige, wie man Tapeten entfernt oder wie man streicht oder was weiß ich.
Man kann es zeigen, ne? Aber wie die Qualität wird niemals so sein wie bei jemandem, der das gelernt hat. Ne? Weil man braucht, also man kann mit den Videos viel zeigen und viel beibringen, aber es gibt eine Sache, die man nicht beibringen kann, und das ist die Erfahrung. Und die muss man sammeln. Und das ist für eine Privatperson halt nicht so einfach, denn man muss jetzt zum Beispiel auch schon mal bestimmt 40, 50, 60 Mal irgendwo Tapete entfernt haben von ganz unterschiedlichen Bauwerken, also in ganz unterschiedlichen Bauwerken. Und dann kann man Erfahrung sammeln oder auch beim Streichen. Man kann zeigen, wie eine Wand gestrichen wird, ne? Aber wenn man das zum ersten Mal macht oder halt nicht regelmäßig, selbst wenn es nur weiße Farbe ist, wird es scheiße werden. Das ist einfach so. Und da sind halt, Firmen haben halt diesen Vorteil, da bekommt man halt noch Qualität. Es kostet zwar ein bisschen was, aber die Qualität wird man als Privatperson so nicht hinbekommen, weil halt die Erfahrung fehlt. Und deswegen ist jemand, der das selbst macht zu Hause, ja klar, geht alles, ne? Nur man muss sich halt im Klaren sein, ist es dann auch dementsprechend schön. Ne? Wie gesagt, das ist das, was man mit diesen Videos nicht vermitteln kann. Ich möchte einfach nur Wege zeigen, ne, wie das so funktioniert. Und das ist halt mein Antrieb. Ich habe da Spaß bei. Ne? Ich mache das, weil es mir Spaß macht, aus keinem anderen Grund. Ja, und das ist es halt. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ich konnte ein bisschen vermitteln, was ich damit meine. Ne? Und ich kann mir es nicht vorstellen. Und das heißt, ich kann es mir... Es ist einfach nicht so, dass solche YouTube-Sachen hier oder was weiß ich, irgendwelche Handwerker die Arbeit wegnehmen. Es ist nicht so. Kannst du absolut abhaken. Das wird immer so sein, dass es sowas gibt. Und das hat nichts damit zu tun, dass da Kunden wechseln. Wirklich. Das hat damit was zu tun, dass halt das Geld nicht da ist. Und dass die meisten Leute sich keine Handwerker mehr leisten können. Das ist es. Ja. Und ich werde mit diesen Videos weitermachen. Und eigentlich ist es ja auch ein kleines Kompliment. Ne? Ich weiß ja nicht, ob du noch die Videos gesehen hast und so. Ne? Aber finde ich schon gut. Zeigt ja, dass es anscheinend Qualität ist, was ich zeige. Und dann, damit verabschiede ich mich. Jo, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.